Hallo, hier ist der Profimetzger Ralf. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie ich eine Leberwurst herstelle, nach einem Rezept von Friedrich Bentlin. Dieses Buch kann ich Ihnen jedem nur empfehlen, Band 2, die Leberwurst. Es gibt mehrere Bände von dem, alles empfehlenswert. Und zwar mal der feine Leberwurst. Ich weiche vom Originalrezept bei der Zusammensetzung etwas ab. Und zwar nehme ich 30% Schweineleber und 70% fettes Schweinefleisch, das ist ein Bauch, das sind Bauchabschnitte, wo ganz ein bisschen Magerfleisch drauf ist, aber es ist relativ fett, das Ganze. Und würzen tue ich mit Naturgewürzen, da nehme ich dazu, ich schreibe Ihnen genau drauf, ich sage mal, was ist Nitritbrückelsalz, Zucker, Pfeffer, Marzipanblüte, Ingwer, Kardamom, Zimt, Zwiebeln und Suppenwürze. Bei der Suppenwürze habe ich dann die Hühnerbrühe, Pulver und bei den Zwiebeln nehme ich flüssige Zwiebeln. Und was ich noch dazu gebe, ein bisschen Fee, das ist für die Leberwurst ein Emulgator. Folgendes gehe ich jetzt vor, ich werde die Leber durch die 2 mm Scheibe wolfen, dann gebe ich sie in den Kutter, werde sie salzen, aber erst Salz gebe ich erst am Schluss dazu, das zeige ich dann nachher, und dann lasse ich das Feine, das habe ich gekocht, in Wachsackeln drin, und das tue ich jetzt nachher auf und gehe durch den Wolf, durch die 2er und dann im Kutter und Kutter das alles zum Fein. So, jetzt gehen wir das Buch mal weg. Zuerst die Leber. Da habe ich 600 Gramm Leber, dann heißt, ich mache 2 Kilo. Durch die 2 mm Scheibe des Wolfes. Da können wir noch ein bisschen. So. Jetzt kuttern wir das schön fein, bis es Blasen schlägt, und dann geben wir das Salz dazu. Und dann wird das, wenn ihr senkt, das wird dann eine feste, kompakte Masse. Ja, schaut schon recht gut aus. Jetzt geben wir das Salz dazu. Und lassen wir noch ein paar Runden laufen. Ich würde sagen, es ist natürlich kein Industriekutter, das wird nicht so fein, wie man das jetzt in der Industrie herstellen würde. Aber für einen Hausgebrauch wird es schon recht gut. Da tun wir das aus. Und hier so, wenn da ist ein bisschen drauf, ist ja wurscht, das kommt da eh mit der Leberwurst wieder zusammen. So, mal her da. Das tun wir raus. Schauen Sie, das ist eine feste Masse, wann sehen Sie das? Und das mischen wir nachher wieder drunter. Aber wie gesagt, das Salz geben wir alles da dazu, gleich bei der Leber. Das passt schon. Schauen Sie, den Vorteil, wenn man das so abkocht, sie machen sich keinen Dreck. Sie machen sich die ganzen Fett, die Flüssigkeit, alles ist da drin. Wie gesagt, das ist auch nicht gesalzen. Da ist die Flüssigkeit drin, ein bisschen roh, aber es ist nicht so schlimm. Da ist alles schön. Das lassen wir jetzt durch. Da haben wir einen Fehler drin jetzt. Den werden wir erst einigen. Aber jetzt geht's. Schön auslaufen lassen, dass alles rausgeht. Aus. Aber hat so schnell. Fee, das ist ein Emulgator.
6 Gramm. Und dann geben wir noch ein bisschen an Röstzwiebel geben wir so dazu. Das machen wir einfach noch mit Gefühl. Geben wir ein bisschen was rein. So. Und was wir jetzt machen werden noch. Das lassen wir schön mischen. Was sie noch mehr? Ich werde ein bisschen Kesselbrühe dazugeben. Ja, so. Den Emulgator. Es ist besser. Und da geben wir jetzt die gesalzene Fänge Kutterte Leber dazu. Und das vermischen wir noch schön, gut, dass es noch gekuttert wird. So. Schauen Sie, es ist... Die Masse schaut hervorragend aus. Ich finde einfach toll. Das ist ganz eine tolle Masse. Was ich noch sagen will, ich mache keine Vollkonserven, ich mache nur Halbkonserven. Das heißt, ich brühe sie mit 75 Grad ab, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ich misse noch einmal die Temperatur nach. Das heißt aber auch, dass sie im Kühlschrank gelagert werden müssen. Weil ich mache nicht die große Menge, ich mache keinen Vorrat für ein Jahr, sondern jetzt mache ich so, dass das in zwei Monaten im Kühlschrank halten die, dass die weggegessen sind. Dann diese Portionen sind 300 Milliliter. Oder 330, da wird es drin sein, so ein Viertel Kilo vielleicht, da werden wir nochmal alles abwiegen. Aber ich finde einfach, das ist, weil wenn Sie jetzt auch Vollkonserven machen, müssen Sie da viel länger kochen, Sie verkochen an den Geschmack. Besser ist so, und da wir jetzt den Kühlschrank daheim haben, dann nehme ich da einen Trichter, den setze ich mir an und fülle so bis daher. Fülle sie voll, bis den Rand, das passt noch ganz genau. Bing, damit wir den Rand nicht dreckig machen. Schön's. Und so passt das. Jetzt werden wir alles abwiegen. 160 Gramm hat das gewogen. Wenn wir es aufstellen, ich glaube 160. Machen wir da. Und jetzt können wir sagen, ja, es sind 150 Gramm sind drin. 150 Gramm. Und wenn Sie das nicht im Glas füllen, wenn Sie heute eine Leberwurst machen und Sie müssen die selber füllen mit dem Füller, das tun Sie relativ schwer. Deswegen finde ich da die praktische Lösung oder praktikabler ist sicher das Glasl. Weil mit der Füller meistens halt dann die Dichtung nicht ganz bei den günstigeren Füllmaschinen oder sie kriegen so viel Druck drauf und so. Und sie machen nicht zu Dreck. Sie können das alles ins Geschirr, in die Geschirrspüler packen, ist gleich sauber. Und wenn Sie jetzt eine grobe Leberwurst machen, dann nehmen Sie die gleiche Masse und mischen es nachher etwas grobst drunter. Würzen etwas rustikaler und nachher mit Majoran oder Thymian noch ein bisschen was dazu. Und auch die grobe Leberwurst ist so ganz einfach zum Herstellen. Sie sehen, Sie haben keinen Fettabsatz. Zumindest, und ich nehme auch Nitritbügelsalz. Weil mir ist lieber die rote Farbe als wie so eine graue Leberwurst. Ist nicht meins. Weil
wenn die abkochen, die werden wir jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde, werden wir sie bei 75 Grad, wenn wir sie brühen. Dann stelle ich sie außer und tue sie nachher, lasse sie bis morgen, lasse sie so stehen und dann gebe sie in den Kühlschrank. Jetzt die Deckel raufschrauben, einfach nehmen und drauf. Das reicht vollkommen. Wie gesagt, wenn wir die Rand haben wir schön sauber, wenn wir den Trichter eingefüllt haben. Es sollte das Wasser. Das Wasser sollte jetzt ungefähr die Temperatur haben wie der Inhalt. Es ist vielleicht ein bisschen wärmer. Jetzt tun wir es rein. Jetzt tun wir sie da rein. Ich lasse erst einmal schön fallen. So. Sie können die Gläser auch übereinander stellen, ist auch kein Problem. Mal so ein Kocher, der kostet, weil wir sehr gut ein Angebot haben, der kostet 70, war nicht einmal, 50, zwischen 50 und 100 Euro. Kriegst du so eine Kocher, ich finde das nicht ideal. Für die Sachen sind sie wirklich sehr ideal. Dann haben wir da nochmal den. Die Seiten zusammen, jawohl. Sie können auch die Gläser übereinander stellen. Wenn Sie aber jetzt mehr machen, ein Lock drüber, überhaupt kein Problem. Jetzt schalte ich das auf 75 Grad. Jetzt warte ich noch, ob den Zeitpunkt, wo die Temperatur erreicht ist, von dem Zeitpunkt läuft dann die Zeit. Das wird ungefähr dauern, so, wir sagen so eine Dreiviertelstunde. Wenn sie dann drin lassen mit 75 Grad, dann misse ich sie mit eine Dose machen auf, misse das mit dem Temperaturfühler, hat 72 Grad, ist fertig, hole sie raus und das war's. Jetzt lassen wir es kochen. Jetzt werden wir mal messen, wie viel Kerntemperatur das hat. Mach die auf, immer eine auf. Das hat 71 Grad, das passt. Noch nicht. Das hat 69,4 Grad. Das müssen wir noch belassen, das machen wir wieder zu. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich das kennzeichne, dass ich weiß, dass das die. Jetzt weiß ich, dass das die ist, die zu verbrauchen ist. Also es gibt einen Gummiring drauf oder irgendetwas. Ich lasse noch 10 Minuten drin, dann sind sie fertig. Brauche ich auch nicht mehr nachmessen. 10 Minuten noch und die Temperatur passt. So. Und es ist so, wenn das jetzt dann wieder kalt wird, dann ist trotzdem das Vakuum drin. Da passiert nichts. Und nur die sind die erste, die ich noch verbrauche. So, die feine Leberwurst habe ich jetzt über Nacht im Kühlschrank oder draußen stehen gelassen, dann einen Tag im Kühlschrank. Dabei handelt es sich um ein Twist-Off-Glas, 150 Gramm Masse ist da drin. Das habe ich, ist eine Halbkonserve, das heißt, dass sie nicht gekocht worden ist, sondern nur gebrüht worden bei 75 Grad eine Stunde. Das heißt, dass sie auch gekühlt gelagert werden muss. Heute dann im Kühlschrank 2 Monate, würde ich mal sagen, ohne Probleme. Und ich mache nur so große Haushaltsmengen bei 1 Kilo, das oder 2 Kilo, wo es gar nicht so lang bleibt. Und wenn Sie die feine Leberwurst machen, Sie können auch die Masse nehmen und dann was Grobes drunter mit. Riechen tut sie sehr gut. Die schmeckt auch sehr gut, ich habe schon gekostet. Und schon, ist streichfähig. Wie gesagt, ich könnte auch jeden Anfänger endlich raten, das in ein Glas reinzumachen, weil es leichter geht. Weil Sie brauchen keine Därme, die Gläser sind wiederverwertbar, Sie müssen nur sauber machen. Das ist absolut wiederverwertbar. Das können Sie 4-5 Mal verwerten, das ist überhaupt kein Problem. So ist es wieder verschließen. Und den Vorteil gegenüber dem Darm hat das, dass die Ware nicht grau wird. Wenn Sie einen Darm haben und schnell früher Frühstück was an, am nächsten Tag, haben Sie dann so, sieht es unansehnlich aus. Und so verschließen Sie das
einfach perfekt. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben, abonnieren Sie mich, Ihr Profi-Metzger Ralf.